Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Es ist Ostersonntag. Ja, wir haben Ostersonntag. Und wir sind schon so ein bisschen in Aufbruchsstimmung, weil wir gleich zu meinen Eltern fahren und der Kleine dort seinen ersten Teil Ostern bekommt, also von uns. Und morgen bekommt er dann das von meinen Eltern. Deswegen, wir müssen in einer halben Stunde los und ich muss noch alles einpacken. Mein Mann lässt sich mal wieder unendlich viel Zeit, wie immer. Ihn interessiert ja nichts. Ist ja meistens so, ne? Die Männer, die Frauen machen immer irgendwie alles alleine. Und ja, ich muss noch die Geschenke für den Kleinen in den Korb reinpacken, beziehungsweise... Moment, warte mal kurz. Felix! Nein! Nein. Und ich habe jetzt hier schon das Körbchen zusammengepackt und habe so ein essbares Ostergras. Jetzt steht es natürlich hier, jetzt wollen die Katzen da rein. Weil Katzen lieben ja Körbe. Und ich komme hier nicht zur Rande, wenn mein Mann nicht aus dem Bad rauskommt. Und es nervt dermaßen. Renne ich hier mit dem Korb von A nach B und kann ja nicht irgendwas packen, machen, tun, wenn Kind mir ständig im Nacken sitzt. Also, ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Ich kann euch sagen, es ist ein totaler Fail, weil die große Box passt nämlich nicht hier rein wegen dem Henkel. Deswegen habe ich jetzt hier bloß ein paar Süßigkeiten. Dieses essbare Ostergras, das ist essbar, das ist voll lecker. Die zwei Tonis, die er von uns bekommt. Und ja, da sind noch die Preise dran, aber sieht das Kind ja jetzt sowieso noch nicht. Also können sie auch dranbleiben. Ein Ü-Ei, ein Hasi. Diese beiden Sachen, die wird er demnächst auf jeden Fall nicht essen. Also das ist eigentlich mehr oder minder, weil es ja so Tradition ist. Und so lasse ich das jetzt erstmal, weil wie gesagt, ich kriege die Toni-Box hier nicht rein. Die ist zu groß. Dann müsste ich die auspacken und das finde ich immer blöd. Dann bleibt das Köpfchen halt so. Ich habe mich jetzt fertig angezogen. War halt ganz schön heftig, die Geschenke am Kind vorbei zum Auto zu bringen. Oh Gott, hört bloß auf. Oh nee. Ja, ich habe jetzt hier einfach nur meinen pinken, orange, keine Ahnung, Adidas Pullover, eine normale Jeans und das war's. Ja, und meinen obligatorischen Mami-Dutt, weil... ich gehe ja nicht zu einem Schönheitswettbewerb, aber diese Babyhaare gehen mir auch so auf den Puffer. Auf jeden Fall zieht Patrick jetzt gerade den Kleinen an. Ich werde ihn jetzt gleich ablösen, dass er sich anziehen kann. Mache jetzt hier alles aus. Und dann wird es auch schon losgehen. Auf jeden Fall habe ich Hunger. Ich weiß nicht, was meine Mama zu essen macht. Ich hoffe, was Leckeres. Ich habe nämlich, wie gesagt, wie sau Hunger. Habe ich sonst eigentlich nie um die Zeit. Jetzt ist es 10:30. Aber heute... irgendwie schon. So, wir sitzen jetzt im Auto auf dem Weg zu meiner Mama. Bin ich so. Patrick ist auch dabei. Und Mogi sitzt hinter Eier, mir. Eier. Ihr hört Eier, Eier. Da sind Eier, ne Schatz? Genau. Mogi steht total auf Ostereier. Ich finde das total toll. Ich weiß nicht, was ist, wenn Ostern jetzt vorbei ist und alle diese Eier abhängen. Dann muss er sich was Neues suchen. Oder muss bis nächstes Ostern warten. Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir gleich bei meinen Eltern, weil Mogi wurde jetzt schon relativ müde. Und wir legen ihn dann dorthin zum Mittagsschlaf und suchen dann, also er sucht dann nach seinem Mittagsschlaf. Genau. Und jetzt aber erstmal Essen fassen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe Hunger. Ich sitze jetzt gerade ein bisschen dunkel, weil ich hier unten im Keller von meinen Eltern bin. Warte. Tada! So, ich muss jetzt erstmal Schuhe finden, weil ich wohne ja hier nicht. Also muss ich mir irgendwas suchen. Oder normale Sneaker tun es auch. Weil ich spiele jetzt Osterhasi. Ja. Achso, gib mir das mal. Wir machen jetzt hier übrigens im Trainingsraum. Weil ihr wisst ja, dass der Trainingsraum bei meinen Eltern ist. Und ja, normalerweise hatten wir hier immer Eddings, weil ich wollte jetzt hier draufschreiben, für wen das... das Ostergeschenk ist. Nicht, dass irgendjemand sich denkt, oh cool, nehme ich mit, mache ich auf. Und dann ist es gar nicht für ihn bisher, was ich meine, wenn mehrere Menschen sind. Und deswegen schreibe ich das jetzt schnell mal da drauf. So, da steht es alles. Und das werden wir jetzt erstmal alles irgendwie verstecken.
Ich habe alles versteckt. Die Menschis können jetzt suchen. Ich glaube, meine Mama muss noch ein bisschen was verstecken, was sie wahrscheinlich für uns hat an Süßkram. Und, aber ich bin jetzt durch. Ich habe für Mogi wirklich super leicht versteckt, dass er auch sieht, oh, irgendwas ist hier anders. Das ist irgendwas, weil es hier so das erste Ostern, was er so richtig miterlebt. Und deswegen, naja, müssen wir halt mal gucken. Ja, ich bin schon gespannt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal wieder hoch, weil es ist arschkalt. Wir sind jetzt alle versammelt, also noch nicht ganz. Wir sind jetzt hier und der Rest ist da irgendwo. Und sie suchen jetzt alle. Ich brauche ja nichts suchen, weil meine Mama hat ja auch nichts versteckt, also brauche ich auch nichts suchen. Ich werde auf jeden Fall filmen. Muss ich mal gucken, inwieweit... Hast du es? Inwieweit ich filmen kann. Und Patrick macht Fotos, damit wir bei Instagram auch ein bisschen was posten können. Also passt das schon. Ist das für den Mogi? Na, heb mal hoch. Hat der Osterhasi da was Schönes gebracht? Prima. Ich dachte, das ist das Kind. Ah. Kann man Papp Papp machen, Mogi? Papp Papp machen. Schmeckt ihm aber nicht. Das ist krass. Oh, das ist das Wichtigste. Also. Nimmst du den Korb komplett mit? Komm mal her, Oma zeigt dir den mal. Komm mal her. Pass auf. Hier. Oi, oi, oi. Deine Gummibären. Mogi möchte nur die Gummibären. Ja. Guck mal hier, Papa, hier. So, jetzt sucht Patrick. Mogi kommt hinterher. Mogi sucht mit. Er folgt. Wir sind ein bisschen weit. Und blind ist der Papa auch. Komm mal her. Hey, komm mal auf. Hey. Oh, was ist denn da? Oh, guck mal. Oi. Was ist denn da noch alles? Eier. Schenk Opa. Guck mal, hier ist noch was. Wir sind jetzt seit geraumer Zeit schon wieder zu Hause. Wir haben es jetzt gleich 4:30 und wir sind so seit circa seit 4 sind wir circa zu Hause. Nein, seit 3. Ich bin auch schon verwirrt. Aber wir haben jetzt gerade erstmal alles ausgepackt, haben die Toni-Box installiert, versucht zumindest, weil irgendwie zeigt die ständig einen Fehler an. Und laut Support muss man da eine Stunde warten und dann kann man das nochmal probieren, aber es funktioniert auch nicht. Dann steht man, soll den Router nochmal neu starten, funktioniert auch nicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wenn der Kleine im Bett ist, dass wir uns damit dann nochmal beschäftigen und dann werden wir schauen, wie das denn alles funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es wäre natürlich schade, wenn die jetzt nicht geht, weil die ist echt, war die letzte bei uns hier in der Gegend. Und ja, Patrick ist jetzt gerade schnell zur Tanke gefahren, Energy holen. Weil, kennt ihr das bei den Feiertagen, dass man nicht immer irgendwie so müde ist? Das ist total schlimm. Ich finde, eigentlich macht man ja gar nicht wirklich viel außer Fressen. Aber trotzdem ist man irgendwie immer total müde. Ja, und Cassia hat einen fetten Osternaschkorb gekriegt. Ich wollte euch natürlich auch noch zeigen, was wir alle bekommen haben. Aber ich denke, das werde ich nicht in dem Video machen, weil sonst wird es zu lang. Das werde ich dann in einem extra Video... gemacht. Cassia hat gerade eine Rolle gemacht. Das würde ich dann in einem extra Video bzw. in einem anderen Vlog mit einfügen. Weil sonst wird das, wie gesagt, glaube ich, einfach zu viel. Und der Vlog, der von gestern, den muss ich jetzt auch noch schnell. Also der ist schon am Hochladen, aber ich muss noch ein Thumbnail basteln und noch einen Titel einfügen. Aber das geht ja schnell, das mache ich dann, wenn Patrick wieder da ist. Und alle, ja? Alle. Ja, auf jeden Fall wird jetzt bei uns wahrscheinlich nichts mehr passieren. Mogi wird definitiv sehr früh ins Bett gehen, weil der ist hundemüde. Wir haben jetzt hier gerade, deswegen hatte ich auch nicht gefilmt, weil wir gerade echt lange auf dem Sitzsack gesessen haben und einfach nur gekuschelt haben. Weil, ja,
Irgendwie sind wir alle K.O. und fertig. Aber ich habe gestaunt, ihr habt ja gesehen, dass der Kleine, ich habe das System mir so ausgedacht, weil er weiß ja nur nicht, was Ostern ist, beziehungsweise was ich da machen muss. Dann muss ich ja irgendwas suchen, was für mich ist eventuell. Und ich habe das so gemacht, er kennt ja das Grundstück schon. Und ich meine, so ein weißer Korb und so eine rot-weiße Box fällt ja dann nun doch schon auf. Ich mir dachte, ich versuche es mit dem System. Ah, das gehört da irgendwie nicht hin. Was ist das? Oh, könnte für mich sein. Ja, hat super funktioniert. Also, er war total begeistert, total aufgeregt und total süß. Ich liebe das. Und ja, jetzt hat er soweit alles weg. Und jetzt ist er glücklich. Also, wie gesagt, ich zeige euch das dann noch in einem extra Video. So, ich habe den Mogi jetzt schon angezogen, also Bett fertig gemacht soweit. Und gewaschen und alles. Zähne geputzt hat er noch nicht, weil wir haben zur Feier des Ostertages eine Pizza bestellt. Das heißt, das wird Mogi seine erste Pizza. Er hat noch nie in seinem Leben, glaube ich, Pizza gegessen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. Wird heute einfach mal ausgetestet. Wenn nicht, habe ich noch Reis mit Gemüse da. Dann bekommt er den. Oder eine Stulle oder so. Mal gucken. Und ja, jetzt ist er auf jeden Fall erstmal fertig gemacht. Patrick holt gerade die Pizza ab. Und er wird jetzt langsam so ein bisschen maulig, ne? Weil, also es ist jetzt 5:30 und war natürlich heute viele, viele Eindrücke, ne? Die Pizza ist jetzt angekommen und Mogi mag keine Pizza. Also gut, ich muss sagen, er hat ziemlich viel zwischendurch gegessen. Wahrscheinlich wird es auch daran liegen. Aber nee, er hat einmal abgebissen und hat gleich wieder ausgespuckt. Fand er jetzt nicht so toll. Ich habe nur eine Margarita extra bestellt. Damit, was macht er da? Er jongliert, guck mal. Er hat seine Flasche auf den Teller gestellt und jongliert jetzt gerade damit. Naja, auf jeden Fall hat das halt gleich wieder ausgespuckt, aber ist ja nicht so schlimm, dann kriegt er halt was anderes. Ich habe ihm jetzt ein paar Buletten gemacht. Oder ja, nicht. Oder halt nichts, weil wie gesagt, er hat ziemlich viel um sich rumgefressen, mehr oder weniger. Und ich wollte mich jetzt auf jeden Fall von euch verabschieden, weil es wird jetzt nichts mehr passieren, was interessant wäre. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!